recklessly what to do. Could somebody come and take me away? I've been in the deep without you, and I got it in my head night and day. But we are one step closer, we're all in this together, put your hands. So Leute, die Nacht ist fast rum, nicht ganz. Bisschen was habe ich ja geschafft, das ist nur dafür da, falls sie ins Haus stürmen, damit ich sie hier wegschießen kann. Das kommt später auch noch auf die Seite. Das Problem ist im Moment eher, ich höre hier schon wieder Zombies rumlaufen. Ich glaube, bis jetzt haben sie mich noch nicht bemerkt, aber die sind hier ja so übelst hellhörig. Nebenbei habe ich erst ein bisschen Wasser gekocht, noch ein bisschen Essen gemacht. Jetzt werde ich hier nochmal ein bisschen roten Tee mit ansetzen. Wenn er dafür jetzt eine ganze Weile braucht. Jo, sehr lange sogar. Aber ja, das ist so das kleinste Problem. Bis der Tag anfängt, wird er wohl ein bisschen fertig haben. Alles kein Problem. Hoffe ich. So, das sollte auch nicht reichen an Holz. Warum ich in der Zwischenzeit mal den Rest hier weg? Ja, ich weiß, es ist sehr, sehr dunkel, aber es wird gleich wieder Tag. Also, das kann rennen. Ich habe hier auch ein bisschen Kartons und so weggemacht, das kann rein, das zählt natürlich nicht. Wir haben auch so viel Tinnef momentan einstecken. Was ist der 11. Der da wahrscheinlich, ne? Es fängt immer von vorne an. Ah, lassen wir mal so. Ich hoffe, dass er zumindest ein bisschen roten Tee noch fertig kriegt. Wir wollen ja, sobald der Tag anbricht, auch gleich wieder los. Aber auf jeden Fall ist es hier oben uns etwas besser ergangen. Also, es kam bis jetzt kein Zombie. Auch wenn hier welche rumgetibbelt haben. Mich hat anscheinend keiner bemerkt. Hier oben sind wir etwas sicherer. Ich glaube, die Gitter hier vorne werde ich nochmal austauschen gegen Blöcke. Das sieht ein bisschen besser aus. Aber wie gesagt, das dient in erster Linie nur. Ich wollte den jetzt nicht wegklappen. Ich hatte Angst, das lockt Zombies an. Zumindest kann ich von hier oben doch ohne Probleme Zombies wegschießen. Das sollte gehen. Ja, und nächste Nacht machen wir denn da. Glaube ich, hier werde ich es auch noch machen, stellenweise. Nicht überall, aber stellenweise. Und ob ich das Dach wirklich wegmache, weiß ich noch nicht. Jetzt sind wir hier so ein bisschen geschützt vor Geiern, ne? An sich. Das ist ja auch nur, bis wir bessere Waffen haben. Dann quartieren wir uns eh unten ein. Oha, oha, du. Der braucht echt lange. Ich gedacht, der kriegt zumindest 2, 3 fertig. Oh, der Tag fängt jetzt an. Aber gut. Habe ich ja noch irgendwas anderes zu trinken, was ich mitnehmen kann, während der köchelt? Nee, ne? Ich sehe zumindest nichts. An Trinken, okay. Aber was mir halt auch so aufgefallen ist, einen hat er fertig, okay. Es gibt hier jede Menge neue Essensrezepte, ne? Wenn wir hier mal so gucken, hier Blaubeerriegel, brauchen wir Blaubeeren, Tiefett, Pinienkerne, Maismehl, Wildbret, Eis-Sandwich, gekochtes Ei und Kürbisbrot, Eichelkekse, Eichelmehl und Ei, okay. Gebackene Kartoffel, gegrillter Meister, so kennen wir ja. Aber hier Heidelbeer-Fruchtroller, braucht man nur Heidelbeeren für. Honig-Kürbiskuchen, Honigwaben, Kürbisei, Maismehl. Hier gibt es einiges Neues an Essen. Honigbrot, Honigwaben, Maismehl, Wasser, Ei. Hähnchenration, die können wir hier sogar selber machen. Gewachsenes Haushuhn, Wasser und Eisen. Eier, Konfitüre aus Kiefernzapfen, Kiefernsamen. Hier, guck mal, die kann man sogar zu Essen verarbeiten. Honig und Wasser. Also hier gibt es so einiges an Essen. Wenn man das mal so durchguckt. Welsnug. Was? Wild Nuggets auf Reis. Na gut, haben wir noch nicht frei, aber hier gibt es ein bisschen was. So, der macht doch wenigstens etwas fertig. Naja, gut, ein. Wir werden unterwegs schon was finden. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur nächsten Quest, damit wir wirklich mal an Materialien kommen, weil irgendwann haben wir ja auch Horde. Das geht ja nicht anders. Irgendwelche verrückten Zombies noch hier? Ich glaube, wir haben auch vergessen, das Fahrrad leer zu machen, ne? Ja gut, das räume ich nochmal schnell weg. Das ist ja nicht viel. Das habe ich echt vergessen letzte Folge. Da hoch. Hatten keinen Zombie-Besuch, aber es kann ja auch anders ausgehen, wie wir die Nacht davor erlebt haben. So, den Zimmer mal rein. Den sehe ich auch gleich. Dachte ich mir. Das hier ist der 11. Slot. Alles klar. Und hier, den nimmst du auch mit. So, da verpackst du den rein. Dann machen wir es. So, dann haben wir jetzt definitiv die Sachen erstmal sicher. Gut, ab zur Quest. Das muss sein.
Eigentlich, das ist eine schöne Funktion, dass man die Slots zerschweren kann. Das muss unbedingt in Vanilla rein. Ansonsten nichts. Ich mag Vanilla, wie es ist. An Vanilla muss nichts geändert werden. Außer das mit den Slots. Dass man die sperren kann, damit man nicht immer alles in die Kiste räumt. Das wäre schon schön. Aber ansonsten muss meiner Meinung nach an Vanilla gar nichts geändert werden. Das ist schon schön. Außer vielleicht die Performance. Das ist ein anderes Thema. Ich hasse das Gefängnis. Da gehe ich jetzt nicht rein. Schon mal gar nicht mit unserer Ausrüstung. Das ist ja Selbstmord. Ah, sieh mal einer an. Tag hat gerade angefangen. Gleich schlechtes Wetter, damit wir ja nichts sehen. Ich glaube, ich habe die Fackel mitgenommen, ne? Sagt mir bitte, ich habe die Fackel mitgenommen. Sind das hier überhaupt Militärcamp oder... Ich sehe gerade nichts. Nö. Also ein Militärcamp ist es nicht. Ja, ich habe die Fackel mitgenommen. Es schneit? Mitten im Grün? Es schneit. Dessen frieren wir uns gerade den Arsch haben. Na, da kommt ja Freude auf. Ich muss so sagen, da riecht das hier ganz verdächtig nach... Hundi! Aber gut, Also, ich wäre sehr erfreut darüber, wenn wir wieder besseres Wetter kriegen würden. Man sieht ja so nichts. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal die Reichweite von 9mm Waffen ist um 20% erhöht, wenn sie mit einem Zielfernrohr oder Visiereinrichtung ausgestattet sind. Zur Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Schießstand. Vielleicht noch was zu essen drin? Naja. Gut, probieren wir es einfach mal. Es ist zwar sehr dunkel gerade, aufgrund von schlechtem Wetter, aber das wird ja wohl hoffentlich nicht ewig anhalten. Hier ist doch bestimmt jemand drin, oder? Naja, wach mal auf, mein Freund. Danke. Bei Schleichen können wir hier gerade knicken. Ich sehe sonst nichts, wenn ich keine Fackel in der Hand habe. Komm raus! Danke. Aber das Pech haben wir gerne mal, ne? Was mitten in der Quest plötzlich schlechtes Wetter wird, das kennen wir ja schon. Ein bisschen Plastik, das war schon mal schön. Das nehmen wir mit. Den haben wir eh schon aufgeweckt. Den kriegen wir gleich auf. Aber das mal nicht. Warte mal, ich gehe mal Nummer sicher. Ich weiß nicht. Ich habe hier so das Gefühl, dass hier Hundi ist. Ich weiß nicht warum. Ich habe hier so ein ganz komisches Hundi-Gefühl. Obwohl es eine Stufe 1-Quest ist. Eine Stufe 1-Quest, einen Hundi zu packen, wäre ja schon mies, ne? Aber man weiß ja nie. Gut. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal die verschlissenen Stiefel, die wir schon mal hatten. Die brauchen wir... Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Ich sehe nichts. Ich hab's doch gewusst. Ich dachte gerade, ich hätte noch einen Hundi gehört. Mann, hab ich mich erschrocken. Halleluja. Die kannst du aber auch gleich benutzen, mein Freund. Genauso, aber nimm erstmal die. Ah, ich habe meine Vitamine zu Hause ausgepackt. Okay. Das ist doof, den brauche ich die Tablette gar nicht nehmen. Nö, vielleicht finden wir ja noch einen Honig, dann brauche ich die Antibiotika nicht verschwenden. Tablette bringt jetzt nichts, das Leben geht nicht weiter hoch wegen der... Rückgehenschmerzen. Mann, hab ich mich erschrocken. Ich hab den Hund nicht gesehen. Hab den echt nicht gesehen. Aber meine Vermutung war richtig. Was wollte ich jetzt? Ich habe jetzt gerade eine Waffe nachfüllen. Voll den Faden verloren, dank des Hundis.
Gut, zumindest nochmal Papier. Essen ist das kleinste Problem. Die nehmen wir nochmal mit. Haben wir da vielleicht jetzt nochmal Essen drin? Gut, dann nehmen wir da die Vogel in die Hand. Vor allen Dingen hier schön viele Dinger im Weg, dass man ja hängen bleibt, ne? Der Hundi war hier irgendwo, ne? Hier hat er mich zumindest hinterrücks überfallen. Oder hier kam er raus. Irgendwo. So, da ist ein bisschen trübes Wasser. Da ist ja auch die Hundehütte. Ich sag ja, mich würde es nicht wundern, wenn hier noch ein zweiter ist. Leider. Ich traue den Funbims ja schon die miesesten Fallen zu. Den Mod-Entwicklern noch mehr. Gut, ich hoffe nur, dass wir noch einen Honig finden. Ansonsten müssen wir unsere schlucken und... Ja, Vitamine haben wir letztens irgendwo eingesammelt, aber ich muss sie zu Hause ausgepackt haben. Unbewusst denn aber allerdings. Absichtlich war das bestimmt nicht. Hier liegt auf jeden Fall noch Müll. Nehmen wir mit. Ich glaube, wir müssen hier gleich irgendwie rein in den Container. Ja, da... Aber mal googeln, da sind doch bestimmt auch noch Zombies drin. Wir haben hier auf jeden Fall elektrische Handwerksfähigkeiten. Das ist doch schon mal was. Da sind mit Sicherheit Zombies drin, auch wenn ich so jetzt keinen sehe. Bestimmt hier, ne? Nicht? Okay. Wo sind sie dann? Hier haben wir noch... Naja. Ah, der ist so mies hingestellt, dass ich ihn nicht wegballern kann. Aber wir kriegen wieder gutes Wetter. Das ist schön. Das ist schon mal etwas. Da steht sie und schläft vor sich hin. Dann geben wir ihr mal einen spitzen Pfeil ab. Und schießen auch noch grandios daneben. So schon besser. Nee, das war ein Steve. Na, ist auch eine Sie. So wie Steve rumwackelt. Ja, passt das schon. So, gib mir mal einen Pfeil wieder mein Jüngchen. Den auch wieder. Okay, da geht's weiter. Schön, schön. Und hier, das nehmen wir mit. Wir sind hier da drin bestimmt, aber hier im Kornister bestimmt nicht mehr, ne? Nein, nein. Gut, aber den looten wir noch. Ja. Den gucken wir doch mal rein. Hier. Ja, doch, die hatten wir nochmal in Vanilla mal. Hier müsste ein Polizist sein. Zumindest hatten wir da einen. Frage ist nur, wo? Sehen tue ich ihn nicht, aber wir hatten hier einen. Der ist garantiert da hinter der Tür, ne? Okay. Kein Polizist. Aber Vanilla hatten wir hier einen Polizisten. Eine Lady? Man soll mich da hingehen und da fallen sie einen schönen auf den Kopf. Gut, die Dame hätten wir auch erledigt. Hier, damit wecken wir sie allein schon auf. Oh, mach die Tür mal zu. Das hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein Kochbuch und eine Dose Dünnfisch. Okay, und hier wecken wir den halben Laden auf. Moment. Aber hier könnten wir in der Tat brauchbare Materialien finden. Also das will ich nicht abstreiten. Alter! Mensch, erschreck mich nicht so. Ah, wie können wir hier knicken? Diese hellhörigen kleinen Biester hier. Hab ich den gerade weggehauen? Durch den Boden geglitscht, okay? Was? Drei Zombies? Mehr nicht? Mehr nicht? Quest ist fertig, okay?
Ja, soll mir doch recht sein, ne? Also... Warum nicht? Warum nicht? Okay, fair. Wir werden hier trotzdem alles einsammeln. Gut, wir haben eine bessere Range. Lockpicks sind immer gut. Lalalalalala. Zu Hause haben wir mehr davon. So, und für diejenigen, die es nicht wissen, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe in irgendeinem Let's Play, aber 2034 hat die Bedeutung, bis dahin wollen die Pantpimps das Spiel fertig haben. Und da haben sie ja noch 10 Jahre Zeit, ne? Dann werden wir insgesamt bei einer Entwicklungszeit von 20 Jahren. Das wäre, glaube ich, Rekord. Und bevor ich jetzt was Falsches sage, laut meinen Informationen wäre 7 Days denn das Spiel mit der längsten Entwicklungsgeschichte. Aber dessen sage ich ja extra laut meinen Informationen. Es kann auch sein, dass ich da falsch informiert bin. Dass es noch Spiele gibt, die noch länger in Entwicklung waren. Von denen ich denn bloß nichts weiß. Also, solche Infos sind immer mit Vorsicht zu genießen. Werden wir aber alles feststellen, wenn sie denn wirklich so lange brauchen. Das weiß man ja noch nicht. Hier haben wir auf jeden Fall den Hellblut. Donkey. Kannst du gleich mit drin gucken. Was ist denn das? Prepper Fittings Mods. Ausdauer pro Sekunde 0,06 und Beweglichkeit plus 3%. Das wäre eigentlich nicht. Das wäre eigentlich nice. Den nehmen wir mit. Sind die besser als unsere? Nö, gleich. Okay, die zerschreddern wir mal. Aber die schöne, gute Fittings Mod, wenn ich es irgendwo reinkriege, hier wahrscheinlich. Nicht? Okay. Wo geht denn die rein? Ausdauer, Beweglichkeit, kurz dann nicht, ne? Kugel, vergoldete Beschläge aus kugelsicherem Glas verringert die Bewegungs- und Ausdauer ein durch Rüstung. Oh, steht aber nicht, wo ich es hier reinkriege. Hier, wie nett. Hier kriegen wir nichts weiter rein. Na gut, aber ich werde es ja auf jeden Fall aufheben. Hier, die Muni kommt mit. Außer die da. Das Röhrbümmchen aber auf jeden Fall. Ich glaube, da oben ist auch noch was, wenn ich mich nicht täusche. Da gucken wir gleich mal. Hier ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Könnten Klamotten oder Rüstung drin sollen. Ja, gut. Knüppel. Warum nicht? Holzknüppel Quali 4. Gut, wäre jetzt besser als unser Stab. Ich verstehe sowieso nicht. Ich habe voll aus Stäbe geskillt. Na gut, Knüppel auch, aber... Kriege ich da so gut wie keine... Bücher, ne? Na, du sollst springen, mein Freund. Du sollst springen. Oh, ist doch was, oder bin ich? Warte mal. Ich brauche mir so ein paar neue Blöcke. Mach mal ein paar mehr. So, nimm den doch einmal weg. Danke. Er ist hier drüben, okay. Aber immerhin stehen hier noch ein paar Reifen, die wir mitnehmen können zur Plastik. Oh, gut. Kann das sein, dass hier oben die Zombies ursprünglich mal standen? Vermutlich, ne? Amerikanische Flagge, ansonsten gelootet haben wir alles. Hier kann ich ja nochmal gucken. Hier habe ich mich nicht alles gelootet. Nächste Mal. Aber mir ist hier auch nicht. Jetzt kriegen wir schon wieder schlechtes Wetter. Ist irgendwo ein Schalter? Also das schlechte Wetter kommt hier schon doch sehr häufig vor, ne? Gut, soll uns jetzt nichts dürren. Ist ja ein Vanille auch nicht anders. Da ist hier oben gelootet. Die könnten wir auseinandernehmen. Hier könnten wir nochmal looten. Hier oben wir nochmal. Geier sind üblicherweise in der Wüste anzutreffen. Ist doch gar nicht wahr. Verletzte und sterbende Beutetiere ziehen sie an. Verursachen 10% mehr Schaden an Geiern. So oft wie wir die hier in Häusern haben, sind die auch hier heimisch. Und hier? Robotik. Na gut, dazu fehlt, glaube ich, auch Elektro. Gut, den fahren wir erstmal wieder rüber zu unserem Händler des Vertrauens. Haben wir das Auto hier eigentlich gelootet? Ich glaube nicht, ne? Genießen dieses mal wieder schlechte Wetter. Vorhin war es Schnee, jetzt ist Regen. Die ist kaputt, also alles perfekt. Dankeschön. Nö, den haben wir nicht gelootet. Gut, Händler ist da vorne. Ich guck mal unterwegs, ob ich irgendwie... Ah, ich will jetzt nicht durch die Hotspot-Location.
Hornister finde, aber ich glaube nicht. Ich sehe mich gerade nicht viel, dank Regen. Hunger hat er auch schon wieder. Wir fahren das Dreckchen hier mal kurz gemeinsam. Das ist ja nicht wollt. Super. Alter, was zum Henker? Ula, 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 ula. Alter, was hat der da geschossen, Mensch? Ja, keine Ahnung. Ich will nicht stehen bleiben und das rausfinden. Ich sagte ja, hier gibt es irgendwelche Special-Viecher. Ich habe zwar keine Ahnung, was da gerade geschossen hat, aber das hat mich gerade tierisch erschrocken. Ich bleib definitiv nicht stehen. Scheiß auf Nester. Nee, nee, nee. Nun häng da doch nicht fest. Wir haben einen wahnsinnigen Schützen hinter uns her. Und sehen tue ich auch nicht viel. Wo ist die Straße jetzt? Ich suche mal eine Kiste. Hier muss das sein. Ey, 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 ey. Also irgendjemand hat geschossen. Frag mich nicht wer, aber irgendjemand hat geschossen. So, nimm. Gut, 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 gut. So, pack erstmal rein, den genauso. Dann kannst du auch mal essen. Das wird eh nicht reichen, das eine Fleischstück da. Den brauchen wir aktuell noch nicht. Das werden wir jetzt gleich bei ihm verschäbeln. Der kann weg. Den werden wir auch mit verschäbeln. Die packen wir auch erstmal rein. Da haben wir momentan keine Rüstung für. Sehr schön. Also wie das Geballer hat, war das Pistole oder sowas. Aber gut. Gut, gut, gut. Auf jeden Fall, da rechnet ja kein Mensch mit. Was hast du denn, mein Schönes? Jägermod, Bauplan, Isolierungsmod, Holz, Schrotflintenmuni. Das ist nichts, was ich will. Mehr Schaden an Tieren soll brauche ich nicht. Lenkt die antreibenden Gase ab. Da zieht man eine Hose an, dann werden sie auch abgelenkt. Das brauche ich ja alles nicht. Gut, ich nehme die Schrotmuni. Gut, Fahrer brauchen wir nicht nehmen, das haben wir schon. Schraubenschlüssel, Jetons, Fallenpaket. Wir nehmen die Wasserfilter, auf jeden Fall. Besondere Aufträge, 1 Kilometer entfernt. Jo, warum eigentlich nicht? Das ist der gute Bob. Der gute Bobby. Aber warte mal, mein Freund. Du nicht zufällig haben Honig oder Vitamine, ne? Oh, Honig hat er. Mach schon mal was. Die zwei nehmen wir mit. Well, it's about time you bought something. Schön, schön. Obwohl, ich glaube, zu Bobby fahren wir am nächsten Tag. Woll, dann können wir jetzt hier noch ein bisschen. Wir haben ja noch nicht bei weit nicht die Ausrüstung, die wir brauchen, um überhaupt eine Zweierquest vernünftig hinkriegen zu können. Die hat er dann am nächsten Tag, dann können wir am nächsten Tag nach Bobby fahren. The Williams Residenz. Ich muss halt auch erstmal den ganzen Kram, den ich hier in der Kiste habe, ja auch erstmal nach Hause bringen. Voraussetzung unter Verwendung von Schockstab. Was? Ah, das sind hier diese extra Zombies. Ja, ja, wir sollen 20 Stun-Button hat zum töten. Also diese, das sind die Banana Boys. 25 Banana Boys töten. Aber wir selber dürfen auch nur einen Schockstab verwenden? Kann das sein? Klingt fast so, ne? Hier mit 42,55, da gibt's keine extra Voraussetzung. Sollen wir Hühner und Hasen töten? Ja, 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 ja. Und hier Kochtopf sammeln, Wildbret sammeln, Ei sammeln. Ich muss das im Inventar haben, ne? Gut, machen wir jetzt mal eine normale Quest. Alles kein Problem, kriegen wir alles hin. Obwohl wir wirklich mehr als genug Zeit haben, ne? Ich glaube, das dauern wir später, aber ich mache einmal kurz einen Abstecher nach Hause. Ich brauche eine Vitamine und die müssten wir doch haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eine haben. Vielleicht wird ja denn auch das Wetter besser, dass man mal was sieht. Schön wär's, ne, Nacho? So, außerdem konnte ich denn gleich mal meinen Wasserfilter in Sicherheit bringen. Nicht, dass wir den noch irgendwie verdämmeln.
Außerdem brauchen wir ja auch, yo, ein bisschen neues Trinken, ne? So, warte mal, das wollte ich verkaufen, ich Dödel. Naja, lassen wir es mal im Inventar. Der kann rinnen, das Geld kann erstmal rinnen, die können wir auch erstmal reinpacken. Die genauso. Den Honig lassen wir mal hier, dafür packen wir die da rein. Was nicht geht, dann packen wir sie hier rein. So, hier haben wir 4 Vitamine. Die nehmen wir mit. Nehmen wir ein. Dann passt das hier alles. Schön, wir sind wieder am Start. Besseres Wetter haben wir jetzt auch. Den fahren wir jetzt zur Quest. Und gucken, was uns dort erwartet. Irgendwie erdolcht mir das Gefühl, wir waren hier schon mal. Ich glaube ja. Ja, nicht schlimm. Nehmen wir einen rein. Es geht ja hauptsächlich um Loot im Moment. Und um vielleicht irgendwann mal... Ich weiß, dass er so mit drin ist. Hallo, mein Kumpel. Etwas Licht. Wäre herrlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ah, sind wir diese Stoffcouchen. Hier hätten wir auf jeden Fall nochmal Robotik. Selbstgebauter Stab Quali 2. Ja, wir haben immer noch einen Dreier. Brauchen mehr Bücher davon. Mehr, mehr, mehr. Ich will später wirklich auf Schockstab, weil der OP sein soll. Wir müssen ihn aber erstmal freischalten. Hier, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier hätten wir... Ja, gut. Was ist denn das? Entenschnabelmod. Okay. Und da... Aschenbeser. Rüstungen. Robotik. Arbeitsstationen ist auch schön. Dankeschön. Und hier hätten wir dann auch nochmal ein Träumchen. So, Jungs, hier wird jetzt nichts rumgeschlichen. Hier ist eh nichts Dulles. Außer, dass es dunkel ist. Ich glaube, in der Beta Vanille hatten wir das Gebäude hier. Das war doch das, wo wir das schlechte Wetter gekriegt haben und ich mich da erstmal in die Garage verkrochen habe, weil wir nichts gesehen haben. War da nicht irgendwie sowas? Meine ich. Hier, Kühlschrank und so ist auf. Also langsam bin ich echt froh, dass ich Kochtopf gekauft habe. Okay, ja. Aber Kochtopf haben wir immer noch nicht. So, nehm mit. Nehm den mit. Hier noch was. Yep. Oh, ein bisschen Kleber. Da kommen wir ja her. Lass mal hoch hier. Du kommst mit. Du kommst mit. Ey, ho. Na, mein Freund. Hallo, Stevie. Na, wir sind anständige Menschen. Wir gehen nicht mit dem Messer. Schuhmesser. Der Knüppel ist mittlerweile so gut hochgeskillt. So, die Vorräte, die sind unterm Bett. Sieht fast aus. Ich will diese verschlissenen Stiefel. Weg damit. Die sind unterm Bett. Okay. Einen Moment, da müssen wir ja ran. Nützt wohl ist nix. Tatsächlich unterm Bett. So, die Quest wäre auf jeden Fall fertig, aber wir wollen hier natürlich auch den Hauptloot mitnehmen. Und Schnodderhemd, was haben wir denn an? Gut, wir nehmen das Schnodderhemd, wir haben Pflanzenfasern. Hier auch noch ein Herr. Selbstverständlich. Diese Banana Boys soll ich töten mit dem Schockstab. So. Hier haben wir meine Schiene und ein bisschen medizinische Handwerksfähigkeit. Die Schiene behalte ich jetzt mal, weil wir, glaube ich, noch keine haben. Erste Hilfe für Mann können wir jetzt auch herstellen. Schön, schön. Halle, 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 halle.
Mensch, an den habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Du Schimpfträger, Mensch. Und der hat dann nicht mal was. King Doc? Au. Manchmal hat King Doc ja was, ne? Den immerhin hier, das nehmen wir mit. Und ein bisschen trübes Wasser. Hier haben wir auch noch. Auch noch mal ein bisschen. Das nehmen wir selbst jetzt den Leo mit. Dankeschön. Und hier ist garantiert. Ja, ja, die sind da oben. Die Booty kennen wir. Die hatten wir. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Entweder war das Better Vanilla oder Normal Vanilla, aber auf jeden Fall hatten wir sie schon. Gut, den lassen wir hoch durch. Hier hängt man nämlich immer fest. Vielleicht kriegen wir sogar weggeflackt, bevor sie uns bemerken. Glaube ich aber nicht. Die sind hier ja sehr, sehr hellhörig. Hm? Die Mutti. Hallo, Mutti. Mensch, dich habe ich noch gar nicht gesehen hier. Oder? Sag ich doch. Die Mutti ist zu stabil. Die hat einen Dickschädel. Amudi, kommst du runter oder hängst fest? Amudi hängt fest. Jetzt ist sie unten. Sehr schön. Na, Amudi? Ich hau Amudi um, dann kommt der Rest. War das eure Amudi? Tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Oh, ja, es war definitiv seine Amudi. Er hat auch einen Hänger. Ist halt erblich das Ganze, ne? Schön, schön. Ich weiß nicht, ob da noch mehr sind. Vielleicht haben wir ja schon eine Weile fertig. Sag mal, haben die dort die Treppe kaputt gemacht? Moment, ich sehe ja nichts. Tatsächlich. Das war der Honey. Das hat man gar nicht gesehen von unten. Keine Pfeile übrig? Ich verabscheue dich. Hier haben wir nochmal ein bisschen Gear. Okay, er war nicht der Letzte. Hallo, Swordy. Na, das war mal ein Glückstreffer. So, noch mehr hier? Nee, ne? Mal ran da. Dankeschön. Gut. Haben wir vielleicht noch irgendwas Brauchbares? Jo. Und hier? Gut. Muni gibt's hier echt wenig, ne? Oh. Das erste brauchbare Rüstungsteil. Zieh an. Das gucken wir mal. Gucken, ob wir das irgendein Werkzeug kriegen. Das nehmen wir mit. Moment. Ah, gut, das haben wir jetzt in der Kiste, aber da kommt diese Fittings-Mod drauf. Und ich glaube, hier werde ich nicht, weil mehr passen da drauf. Dann haue ich den hier mal drauf. Ah, oder Schaufel. Ist eigentlich egal. Wunderbar. Hauptsache ein bisschen mehr Blockschaden. Hier gucken wir noch rein. Ich glaube, das ist die Rüstung, die wir gerade angezogen haben, die schwach ist. Wir haben auf jeden Fall nochmal Knüppel und Waffentaschenlampen-Mod. Da gucken wir natürlich auch nochmal rein. Jo, das kannst du trocken mitnehmen. Und haben wir Eisen und Stecken? Jo. Dann müssen wir die ordentlich repariert kriegen. Schön, schön. Den könnten wir nicht auch mal reparieren. Ist nicht toll, was wir an Rüstung haben, ne? Bis jetzt. Deswegen will ich ja auch noch keine Zweier machen. Obwohl das ausrüstungstechnisch besser wäre, ne? Aber mal gucken. Hätte halt auch gehen ein bisschen Licht. Wir können zwar jetzt die Waffentaschenlampen-Mod bauen, was uns nicht viel bringt, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Da wir wahrscheinlich eine Werkbank dafür brauchen, die wir auch noch nicht bauen können. So, den lassen wir hier raus. Geben wir mal die Quest ab und hoffen wir, dass wir ein schönes Mütchen kriegen. So, dieser Händler hier steht echt furchtbar, wenn ich das mal so erwähnen darf. So, das verkaufen wir jetzt gleich wirklich mal. Das rein, den können wir zerlegen. Die behalten wir, die kann aber erstmal rin, die schmeißen wir weg. Das geht alles rin. Jo.
Das können wir alles noch irgendwie irgendwo gebrauchen. Haben wir hier noch was zum Verkaufen drin, was ich von vergessen habe? Nein, aber die wollten wir auf die Rüstung machen. Wer schießt denn hier schon wieder? Und zwar hier wollen wir es rauf machen. Jo. Und ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Oh, Hallöchen. Moment, ich muss mich doch um was kümmern. Ein Wanderhörnchen, ein gemütliches. Oh, hast du es eilig? Bitte. Na, die haben wir auch schon mal alle irgendwo was abgekriegt, ne? Hallöchen. Ist alles EB, sowas darf man nicht laufen lassen. Oh. So, ist jetzt aber die Ausdauer ein bisschen eng, du. Moment, Moment. Alter, wie groß sind hier die Wanderhorden? Das ist ja noch mehr als ein Bett der Vanille. Cool. Das sind ja mal richtig interessante Wanderhorden. Guck mal, Level Up haben wir schon. Der lädt ja noch. Okay. Bitte. Der Schodi. Gleich ist der Kinderblick kaputt. Ich will auch nochmal. Bitte. Schön. So, das ist. Das ist doch mal eine schöne Wanderung. Das gibt gute EP. Mal Loot gibt's auch. Ein Träumchen. Dankeschön. Da kommen die letzten zwei, ne? Fadi und Mutti persönlich. Und schlechtes Wetter am Laufen. Wer hätte es gedacht? Das war doch mal ein schönes Wanderhörnchen. Gab gleich ein Level-Up. Wunderbar. Das freut einen doch. Ja, 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 ja. Gut. Wir sind ungefähr genauso groß wie Beta Vanilla, würde ich sagen. Sah am ersten Blick so groß aus. Hey, don't come in here unzipped. Der wird mir nie irgendwie einen hinlichen Mod geben. Wir nehmen die Money. Gut, denn wir haben ja noch mehr in der Soße, ist es nett. Was ist der Raid-Domizil? Okay. Warte, mein Freund, nicht wieder vergessen. Hier, nimm den. Danke. Gut, schon wieder stockdunkel hier. Ah, macht nix. Wir sind vor heute am Ende. Ich habe mal wieder komplett die Zeit vergessen, aber macht nix. Kennen wir ja schon. Dann geht's hier morgen selbstverständlich weiter. Dann werden wir noch einen gemütlichen Quest hier machen. Nachts machen wir dann wieder bei uns im Haus weiter. Und nächsten Tag fahren wir erstmal rüber zu Bob, den neuen Händler. Und ich bin mal gespannt, was wir hier noch für Zombies treffen. Es muss ja auf jeden Fall irgendwelche schießenden Irren geben. Wir haben es ja gehört. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüssi.